Unter Kors Hohnlachen schreiten sie übers Land, entsenden ihre Horden, kämpfen, bluten, morden, brennen. Die Verführung des Schwertes lässt sie gegeneinander streiten, Burgen und Dörfer mit Gewalt nehmen, gleich ob sie behaupten, von Praios, der Kaiserin, einer alten Blutlinie, einem Gottesurteil oder einem haarigen Orkgötzen ihre Legitimation erhalten zu haben. Kriegsfürsten sind allesamt und ohne Ausnahmen alle gleich. Dravida, der parthischer Bote. Neuzeitlich. So befindet ihr euch an der Grenze zu den Schildlanden, an den Grenzen zu der Wildermark. Ihr steht in dem kleinen Häuschen und seht euch um. Wie das wurde behandelt, die Ketten nach oben gezogen und euer Auftrag zu einem kleinen Teil erfüllt. Dann lass uns mal aufbrechen, oder? Wir haben ja noch etwas zu tun. Und ein Startzeichen hinterlassen. Ihr könntet ja erstmal draußen anfangen mit dem Zeichen für offen. Ich glaube, das offene Tor spricht für sich. Das denke ich auch. Aber wir haben ja die Holztür offen. Na ja, gut. Das Metallding aber nicht. Verstanden. Gut. Ich schlage vor, wir nehmen uns jeder noch eine Minute und dann... weiter. Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, unnötige Konversation verlassen ist. Ich weiß, es mag den einen oder anderen reizen, aber auf dumme Sprüche wie unten beim Riegel können wir verzichten. Diskret und effizient. Wer das denn? Ich nicke stumm. Ich muss mir was verkneifen und nicke dann aber auch stumm und grinse. Ich fange an, auf Attac einen Witz zu erzählen. Ich sag aber, ich nicke dazu nur und also auf der anderen Seite zeige ich einfach, dass die Botschaft angekommen ist. Ich schmunzle über den Witz auf Attac. Ich sage auf Attac, ich bitte darum, unnötig Ohnmacht zu vermeiden. Der Witz von Tura ist wirklich gut. Als ihr den Bereich verlasst, könnt ihr das Brüllen hören, die Nacht, die sich langsam, aber sicher stetig über euch liegt. Vor allem vom Osten. Vor allem vom Mythraelsfeld. Das Heulen wird lauter, die Schreie, die euch anziehen, euch anlocken wollen, weitere Irrlichter, die akustisch sind und euch in die tiefen Spalten des Verderbens ziehen wollen. Würde unterwegs immer wieder an geeigneten Stellen mit einem Heide Zeichen hinterlassen auf Füchse, die aufgetragen worden ist. Die aufgetragen. Gebt mir mal eine Sich-Verstecken-Probe und eine Schleichen-Probe, um euch durch die Stadt zu bewegen. Sich-Verstecken, Talentspezialisierung Stadt zählt, oder? Stadt zählt. Selbstverständlich. Stadt oder auch Gassen, wenn man Schleichen hatte. Schauen wir mal nach. Ardo schafft es mit beiden Proben. Midas schafft die sich verstecken Proben. Schleichen hat ich noch nicht gewürfelt, aber... Islam fehlen 3 Punkte. Schleichen schaffe ich auch. Aber bei Ardo bleiben definitiv genug Punkte über, um die von Islam auszugleichen. Ich kann ihn immer mal wieder an der Magier-Rope in den Stutt und in die... ja, in die ekelhaften Trümmer reinziehen, irgendwo, wo noch Blut klebt. Bist du eitel, Islam? Natürlich. Natürlich. Oh Gott. Ja, du fährst wohl irgendwie so eine klebrige Pfütze rein, du weißt nicht, was das ist und du willst es auch gar nicht wissen, aber wenn du sie dann an deiner Robe abschmierst, gut, das war jetzt auch nicht besser. Ihr könnt um euch herum Knochenwände erkennen, Blutbrunnen, die hier emporgewachsen sind. Und viele weitere untote, kalte Aldrichs umgehen, die mit ihren Sinnen nicht so sehr weit tasten und reichen. Aus dem Norden, Westen und Süden weitere Geschrei von teilweise den Toten, den Untoten. Vielmehr wohl aber von den Angreifern, die sich Stück um Stück, Meter für Meter teuer erkämpfen müssen. Die Streitmacht von Leomar vom Berg, dem Reichserzmarschall des Reiches. Dann... könnt ihr vor euch ein kleines Mädchen erkennen, das auf der Mitte der Straße steht
euch erkennt und dann nach oben schaut zum Himmel und mit dem Finger nach oben deutet. Mein Blick geht mal ebenfalls nach oben. Fixiert das Mädchen weiter. Ja. Eslam, du kannst erkennen, wie über dir ein riesiger Schatten einer gewaltigen Stadt schwebt und sie ein großes Loch in der Mitte öffnet. Ich stehe aber nicht genau, oder wir stehen nicht genau unter diesem Loch. Nicht genau unter dem Loch, aber die Stadt ist riesig groß, mehrere Meilen. Auf jeden Fall weiche ich zurück mit dem Rücken bis zur Wand und bin ganz fasziniert. Und während du siehst und weiter nach oben guckst, in den Trümmern, in den Ruinenteilen, siehst, wie die Lava nach draußen fließt, können Ardo und Midas erkennen, wie sich das Mädchen in Staub auflöst. Gucke Ardo einmal wortwörtlich entgeistert an. Ja, diese Stadt. Warte da noch kurz. Was passiert mit da, wo das Mädchen gestanden hat, jetzt noch irgendwas hervorkommt oder herunterfällt? Wenn nichts passiert, würde ich weiter. Ich würde jetzt aber tatsächlich mal meine Armbrust hervornehmen, spannen und anlegen. Ich ziehe mal den Magier hinter mir her, dass der von der Wand wegkommt. Bin ich jetzt der Einzige, der über uns, über uns, diese Riesenstadt sieht? Ich leg meinen Finger an den Mund, auf den Mund. Achso, hast du... Ich glaube, wir haben die alle gesehen, oder? Ich hab nicht nach oben geguckt. Der Himmel ist wieder dunkel und klar. Der Wind, der durch die Ruinen pfeift und das Heulen der Geister zu euch trägt. Das rhythmische Geräusch von Stiefeln auf Kopfsteinpflaster und das Hämmern von irgendwelchen Schmieden, die allerdings seit Monaten stillstehen. An einer für euch unerfindlichen Hausmauer bleibe ich kurz stehen, zöger kurz, schaue mir das Haus genauer an, streiche dann einmal kurz mit der Hand darüber und gehe dann weiter. Von der Häusermauer war eigentlich nur noch ein Fenster übrig, der Rest ist eingebrochen und du kannst sehen, wie hinter dem Fenster ein kleiner Kopf nach oben steigt. Hallo. Ein kleiner Junge. Könnt ihr mich hier rausbringen? Bitte, Ardo. Bring mich hier raus. Ist nicht mehr im Leben, geh weg. Warum? Dreh mal um. Er schwebt durch das Fenster hindurch. Warum bin ich nicht mehr am Leben? Ich schau mal hilfesuchend nach den beiden Geweihten. Er klopft sich so ein bisschen mit seinen geisterhaften Händen an dem Oberkörper entlang. Mir geht's gut. Bring mich bitte hier raus. Er deutet in eine Richtung der südlichen Mauer. Du kannst in einiger Entfernung einen großen Spalt, einen Riss erkennen, der hier wohl durch das Agrimoteum bzw. die Erdbebenwand von Agrimot entstanden ist. Und deutet wohl genau darüber, über den großen Zacken. Ich würde mich ja jetzt auch mal umdrehen. Da ist der Ausgang. Bring mich darüber, bitte, Ardo. Midas. Pure. Mein Junge. Du musst dir keine Sorgen machen. Fex ist mit dir. Hilf dir selbst, dann hilft dir Fex. Also geh. Wird niemand aufhalten. Wedle so ein bisschen bedeutungsschwanger über ihn herum. Er bleibt bei euch stehen, zieht hier so ein bisschen am Rockzipfel. Eslam, kannst du mich nach draußen bringen? Ich versuche ihn, wenn er mich anspricht, so eher beiläufig mit dem Stab zu berühren. Ja, dein Stab, obwohl er magisch ist, fährt durch ihn hindurch. Wollt ihr mir nicht helfen? Schau mal, versteck dich dort. Ich zeig mal für so einen Trümmerhaufen. Wir holen dich dann gleich ab. Wir kommen nachher vorbei. Danke. Er schwebt auf den Trümmerhaufen hinzu und verschwindet darin. Hört ihr noch ihn heulen? Bis gleich. Bis gleich. Gleich. Die anderen mal an. Kannte er unseren Namen? Wir haben sie hier nicht mehr genannt. Richtig. Spuk.
weil mir sein Gesicht bekannt war, aber es tut alles hier. Weiter jetzt. Ja. Und dann spreche ich auch auf Attac und mein, wahrscheinlich kannte er dann durch dich unseren Namen. Wenn ich zuck mal mit den Schultern. Zu Ardo. Aber ihr habt ja keine Schuld. Das Übernatürliche geht komische Wege. Wie bewegt euch in der Stadt? Zieht doch mal bitte eure Token. Also zunächst mal hier hin. Dann sind wir vermutlich an der Mauer weitergegangen. Mhm. Von der ehemaligen Stadtwache ist nichts mehr übrig. Hier entlang, dann versucht hier durch. Also es wäre jetzt der Weg, den ich vorschlagen würde. Kann man hier durchgehen? Überall sind Trümmer, okay, natürlich. Ja. Man kann über sie hindurchsteigen, drunter, drüber. Versuchen unter Häusern hindurch. Eingeschützte Keller versuchen freizuräumen. Es dauert. Die Wege, die ehemals gerade sind, sind jetzt umso schlimmer verheert. Ihr könnt immer mal wieder die geschmolzenen Steine von der Lava erkennen, bis ihr dann irgendwann nach endlos langer Zeit vor der ehemaligen Akademie für Strategie und Taktik steht, in der Helmer Hafax gelehrt hat. Und wohl auch der Reichserstmarschall, Leomar vom Berg. Vor euch liegt dann auch der Praios-Tempel der Illuminata. Ein großer Riss in der Mitte. Dort sollten wir unser Ziel finden. War es nicht so? Ja. Ja. Ich würde gerne, bevor wir dort eintreten, dann doch den Heiltrank konsumieren. Kann nicht schaden. Ich würde auch vorschlagen, dass wir von der anderen Seite reingehen und nicht unbedingt durchs Hauptportal. Nicke zustimmend. Ich trinke mal den Heiltrank. 3W6 plus 6 sind 10 ja. LP. So, dann bist du fast wieder voll. 26, genau. 1-1-2, oh Gott. Meine Würfel sind heute fantastisch. Ah, ich sehe schon, Coyote. Ich sehe schon. Verspukt. Ja, ich würde schauen, dass wir so von einer den Platz abgewandten Seite reinkommen, also irgendwie hier so zum Beispiel. Ja, gib mir mal eine Gassenwissenprobe. Für dich, Ardo, weil du aus Erben kommst, ist sie um 3 erleichtert. Schick. Da lieben mich heute, aber es reicht. Ja, auch Midas kennt sich hier, da er die Karten studiert hat, gut aus. Es ist zwar nicht so, wie es eigentlich wäre, aber zusammen mit dem Gespür, dem Gefahrensinn von Ardo, könnt ihr euch gemeinsam dann durch die Trümmer hindurchtasten. Ture biegt das ein oder andere Mal falsch ab oder möchte einen anderen Weg wählen, aber ihr könnt ihn dann an der richtigen Ecke entlang ziehen. Bis ihr dann vor dem zerstörten, in zwei Hälften gespaltenen Praios-Tempel steht. Ich würde gerne nochmal lauschen, ob ich darin was hören kann. Bewegung. Okay, Gespräche oder ähnliches? Nein. Dann gebe ich das Attackzeichen für Bewegung oder Schritte. Und zuck dann mit den Schultern. Ich zucke auch mit den Schultern, weil ich es nicht verstehe. Der ist in der Hälfte gebrochen, der Tempel, oder? Ja. Hat der irgendwie Fenster oder sowas? Selbstverständlich. Jeder gute Praios-Tempel lässt das Licht über viele Buntglasfenster ins Innere. Auch auf Erdgeschosshöhe, sodass wir jetzt mal da reinblicken können? Ja. Blick rein, wir riskieren. Der Tempel ist leer, zerstört, verschandelt. Einige Säulen, die abgebrochen sind, die Praios-Antlitze, die ja eingeschmolzen sind. Du kannst einen Schmied erkennen, einen unglaublich gewaltigen. Ist das noch ein Mensch? Ah, 2 Meter groß, vielleicht ein Torwaler, wenn er nicht so aussieht, aber gewaltige Muskeln, ein großer Schmiedehammer.
mit dem er wohl gerade eine goldene Statue umarbeitet. Dann gebe ich das mal kurz auf Attack durch. Den anderen. Hat jemand Neugier? Ja, ich habe auch Goldgier. Ich weiß nicht, ob den Praios-Tempel stehlen. Nein. Würfel doch mal eine Selbstbeherrschungsprobe, Schwert um Neugier. Und zwar den vollen Wert. Ja, na, das ist klar. Götter und Kulte könntet ihr auch werfen, wenn ihr mögt. Auch erschwert um Neugier? Oh, nee. Okay, also ich, nur Götter und Kulte. Ich würfel erstmal die Selbstbeherrschung. Zwei Punkte. Das ist wahrscheinlich auch beim Magier eine Neugier von 8 oder sowas drin. 7. 7, oh ja, nicht geschafft. Nee. Götterkulte schaffe ich mit. Bei Ardo wahrscheinlich, ist das nur eine 3? Ne, das ist die Gassenwissenprobe gewesen. Wie hoch ist der Neugierwert von Ardo? Ich habe keine Neugier, ich habe nur Götterkulte gewürfelt. Achso, okay. Ihr wisst natürlich, dass die besten Schätze, was heißt die besten Schätze, die wertvollsten Artefakte in den Kellern eines Praios-Tempels liegen. Und der Riss müsste diesen Keller gespalten haben. Und der Riss sieht sehr verführerisch aus. Gibt es irgendwelche Berichte, wie dieser Menenario, wie auch immer er heißt, sie heißt, diese Person aussieht? Sagen und Legenden. Es gibt natürlich auch Geschichten, aber die Tagebücher der sieben Gezeichneten sind unter Verschluss. Ja. Sie war wohl einst eine Kusliker Landedle. Ob davon so viel noch zurückbleibt, wahrscheinlich, wenn sie tiefe Kreise eingegangen ist, wird sie mehr ein wandelndes Skelett sein, so würdest du vermuten. Aber definitiv eine Frau. Und auch eine Paktiererin von der Gegenspielerin Borons. Ja. Ja, also der Schmied da sieht jetzt nicht so aus, als wäre das sie. Nein, das ist sicherlich ein Agrimod-Paktierer, gehst du von aus. Oder ein Blackerats-Paktierer. Aber mit Irona Yemenario hat das nichts zu tun. Niedriger Ring, hoher Ring? Über Kreis vielmehr? Weißt du nicht, keine Ahnung. Dann würde ich mal kurz auf Attack mit den anderen beratschlagen. Zumindest mit denen, die es gut sprechen können, was wir denn jetzt machen. Weil sie ist ja nicht hier anscheinend. Ob wir jetzt den Paktierer da umnieten. Ich habe schon Bock, in den Keller zu gehen, deshalb würde ich zu verstehen geben, über den Keller nach oben schleichen. Ich gebe zu verstehen, über das Dach nach unten schleichen. Also auf ihn drauf schleichen und ihn töten. Gebe zurück zu verstehen, fallen tut weh. Nicht für mich. Guck dich interessiert und etwas erstaunt an. Aber denken wir, na gut. In den Keller können wir dann immer noch gehen, wenn du den erledigst. Also ich zuck mit den Schultern und deut dann aufs Dach und gebe ein Zeichen für alles klar. Ich gebe zu verstehen, dass ich die nicht alleine erledigen will. Ich brauche da schon Unterstützung. Aber halt zeitgleich. Nicke, klopf einmal auf meine Armbrust und setze ein gewinnendes Lächeln auf. Was sagt Ture dazu? Ich höre mich da erstmal raus und schaue, wie ihr euch beide da unterhaltet und raune dann gerade so laut, dass Eslam das mithören kann, weil er ja das Artak nicht mächtig ist. Mhm. Wenn wir den angreifen wollen, dann brauchen wir aber einen guten Plan. Also überlegt bitte, meine Herren. Ich nicke ganz stark bejahend zu dem guten Plan. Ich flüstere ebenfalls so leise, weil der jetzt offensichtlich nichts bringt, sich auf Attack zu verständigen, wenn unser Magier das nicht mit versteht. Und ich kann hier unten Stellung ziehen und im Moment einen Schuss auf den Hut, wie gesagt, abgeben. Ihr wolltet von oben auf ihn aufbringen. Das klingt nach einem guten Plan. Andere Frage, wenn unsere Zielperson nicht hier ist, wo ist sie dann?
vielleicht in der Nähe, in den Kellern oder in anderen Gewölben. Der Tempel hat nicht nur einen Raum. Sie organisiert die Verteidigung. Vielleicht sollten wir diesen hier auch einfach umgehen und einmal schauen. Wir werden nicht Aufmerksamkeit auf uns führen. Auf uns ziehen. Brieren wir diesen hier. Suchen nach ihr. Ich denke, wir sollten auch bei unserem ursprünglichen Ziel bleiben. Wenn es nicht anders möglich ist, können wir immer noch in Erwägung ziehen, hierher zu kommen. Aber erstmal unser Primärziel. So nennt man das, glaube ich, auf Prosperan. Ecke. Fallen mir denn irgendwelche Orte ein, strategisch wichtigen Ort, an denen sie sein könnte? Also, das Zentrum der Stadt, an dem steht ihr ja gerade, eigentlich der Praios-Tempel, oder aber im Süden von hier wäre noch die Residenz des Reichserzmarschalls. Aktuell Leomar vom Berg, der ist natürlich im Norden von hier in seinem Zelt, aber das könnte auch eine gute strategische Position sein, um von hier aus die Heere zu kommandieren. Wir dann zeige ich mal Gasse herunter aufs herrschaftliche Gebäude. Der Residenz vielleicht. Vielleicht, ja. Ich würde gerne zunächst diesen Tempel hier als Ort ausschließen. Warum sollte es im Keller sein, wenn sie die Verteidigung organisiert? Das ergibt keinen Sinn. Vielleicht wird sie am höchsten Punkt sein. Etwas Wichtiges verborgen ist. Dass sie das ihre Leute machen, aber sie selbst. Also, bevor sie den schwarzen Drachen enttäuscht, hat sie lieber ein paar Gegenstände. Was ist denn der höchste Punkt hier? Wenn sie die Verteidigung organisiert, kann sie das doch am besten tun vom höchsten Punkt aus, um alles zu überblicken. Sie muss nicht unbedingt dafür persönlich an einem höchsten Punkt sein. Es gibt auch Dämonen, die durch deren Augen man gucken kann, Gotongis oder ähnliches. Also entweder ist sie in der Residenz hier oder in der Burg. Praios-Tempel, hier sind zu wenig Leute, wenn sie Befehle geben will. Braucht sie Leute, oder? Hoffen wir mal nicht, dass sie in der Burg ist, weil ihr habt gesehen, was da für Scheußlichkeiten rumstehen. Ich weiß. Da brauchen wir mindestens 4 Tage, bis wir bei denen durch sind. Dann lass uns erstmal die Residenz ausschließen. Praios-Tempel wird sie nicht sein. Nicht jetzt. Nun gut. Wenn ihr meint. Ja. Dann wieder auf demselben Weg zurück, von dem wir ja schon wissen, dass er sicher ist. Mhm. Die Kämpfe um euch herum, von denen ihr so sehr wenig mitbekommt, dauern schon seit vielen, vielen Stunden. Zermürbende Gefechte in oder vor den Ruinen von Werheim. Barrikaden, die brennen, das Vorankommen erschweren. Truppenhaufen, die sich durch die engen Gassen schieben. Da, wo sie viele sind und hier wenige, brauchen sie lange und ihr kurz. So könnt ihr den Praios-Tempel und den riesigen Riss ignorieren. Ignoriert den Schmied, der dort die frevlerischen Taten von Blackarath und Agrimoth seinen Göttern huldigt, was auch immer er dort tut. Und in Richtung Süden marschieren. Am Platz vorbei, über der alte Tempelgarten. Gerade Ardo, du erinnerst dich noch, wie schön er war mit den 3 Tempeln. Mittlerweile vernichtet. Dann erreicht ihr die große Residenz. Und könnt dann versuchen, in die Villa einzudringen. Eine kurze Mauer, die ihr überwinden könnt, die hier wohl schon eingedrückt ist an verschiedenen Stellen. Ehemals natürlich gut zu verteidigen, auch wenn man das nicht wollte. Aber so könnt ihr einfach an ihnen vorbeigehen und euch dann an die Fenster heranschlagen. Einige davon sind auch zersplittert. Könnt ihr euch nach oben ziehen und steht im Inneren. Hören wir denn irgendwas? Ja. Was? Genau. Zayat, die Sprache der Dämonen. Oh, zum Glück verstehe ich die. Aus dem oberen Stockwerk, geflüstert von einer rauen Kehle, die sicherlich nicht mehr menschlich ist. Okay, ich würde gerne Sinnesschärfe hören,
würfeln, um dann zu verstehen, was die Stimme auf Zayat da sagt. Ich ebenfalls. Ihr könnt die Befehle hören, wie jemand den kalten Alrix befiehlt. In mehrfachen Stimmen, sich überlagert an verschiedenen Positionen. Gebe auf Attack das Zeichen Ziel oben. Dann gebe ich auf Attack zurück. Beziehungsweise Frage. Ich, können Paktiere, also ich mach's halt auf Attack. Funktionieren die Augen von Paktieren immer noch wie bei normalen Menschen? Gib dir zurück. Teils, teils. Wenn ihr hier gerade in dem Fensterspalt abgekauert steht, könnt ihr wohl erkennen, dass irgendwas mit der Villa nicht zu stimmen scheint. Nicht nur, dass es keine Farben gibt, sondern auch die Schatten scheinen nicht zu stimmen. Als ob sie eingefroren wären durch einen hellen Lichtblitz von verschiedensten Stellen sind die Schatten in verschiedenste Richtungen geworfen und dort verharren sie. Ich deute einmal darauf und mache mit Gestiken dem werten Eslam zu verstehen, dass er da mal einen Blick drauf werfen soll. So nach dem Motto, habt ihr, als ob er eine Ahnung hätte, was das sein könnte. So nach dem Motto, was ist das? Ich blicke drauf. Sagt es mir denn etwas? Mit dem profanen Blick? Keine Ahnung. Sind halt Schatten. Aber manchmal muss man auch einen Blick anwenden, der mehr ist als nur der profane Blick. Oder im Arcanum Sensei. Genau, richtig. Ich wollte nur gerade gucken, wie lange er dauert, weil der Analyse ja extrem lange dauert. Nein, der ist super kurz. Den Odem Arcanum kannst du echt kurz machen. Also vier Aktionen, glaube ich, ne? Drei, meinte ich. Stimmt. Ja, genau, richtig. Der ist ja schon kurz, dann mache ich den auch direkt mal. Lass dir Zeit. Stimmt, gibt drei Punkte los. Magier. Ah, vier, genau. Ich würfel ihn einfach und dann guckst du einfach, ob der... Ja. Die Schatten sind schwach magisch. Also sie sind durch Magie entstanden, aber von ihnen droht wohl keine Gefahr mehr. Zumindest ist so wenig Magie drin. Sie schimmern halt ein bisschen. Okay, aber wäre es mehr so in die Richtung Geisterschatten oder dämonische Schatten? Kann man das so? In Richtung dämonische Schatten. Ui. Dämonische Umwelt.